Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar zu einem Video, welches ich jedes Jahr wieder drehe. Es sind die Winter-Must-Haves. Und zwar erzähle ich euch, was ich so den Winter über brauche, damit mein Gesicht nicht zu fahl aussieht, meine Lippen nicht zu spröde sind, meine Haare nicht zu trocken sind, meine Füße immer warm sind und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Viel Spaß! So, ich fange an mit einem Tee. Und zwar ist es jetzt nicht gerade speziell dieser Tee, obwohl ich den sehr, sehr gerne die letzte Zeit getrunken habe. Wenn es kalt wird, trinke ich irgendwie Tee und wenn es warm ist, trinke ich Kaffee. Ich habe keine Ahnung warum. Auf jeden Fall habe ich mir diesen hier geholt. Das ist der innere Ruhe-Tee und da sind jetzt auch nicht mehr ganz so viele drin, obwohl das danach aussieht. Also ich habe den super, super gerne getrunken. Das ist ein Kräutertee und entscheide mich immer für so innere Ruhe, Energietees und sowas, so Kräutertees. Also ich glaube, dass Kräuter was mit einem Menschen machen. Also so Ruhe reinbringen. Abends ist es super schnell sehr, sehr dunkel. Dann darf man sich, finde ich, nicht so darauf fixieren, es ist jetzt super schnell dunkel, ich bin jetzt depressiv, oh mein Gott, ich kriege kein Licht mehr ab und so weiter. Man muss sich von diesen Gedanken frei machen. Wenn ihr euch so fühlt, als würdet ihr ersticken von dieser Dunkelheit, dann geht einmal ins Solarium. Ich bin wirklich keine, die das so empfiehlt, die sagt, geht unter die Sonnenbank. Ich mache das selber nicht, weil ich finde, dass es der Haut sehr schadet. Man sieht im Alter, das wird so schlaff und so faltig und so weiter. Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Ich bin aber keine, die dazu rät. Ne? Also meine Freunde gehen alle auf die Sonnenbank, aber ich bin wirklich keine, die sagt, mach das aktiv. Aber ich finde, im Winter kann man das durchaus ein paar Mal machen, damit man sich einfach ein bisschen aufgetankt fühlt. Wirklich, ich genieße dann dieses schnell dunkel werden. Irgendwann regt es mich auch echt auf. Also ich würde sagen, so ab Februar könnte ich echt gegen die Wand laufen, weil es einfach für mich dann auch zu viel wird. Aber die Anfangszeit versuche ich immer sehr gut zu überbrücken, indem ich mich einfach hinchille. Irgendwann abends und ich trinke einfach immer einen Tee. Ob der jetzt wirklich was bringt, ob die Kräuter, die da drin sind, wirklich irgendwie so eine innere Ruhe machen. Es ist schon so ein, wie nennt man das? Placebo. Da hat man so einen Placebo-Effekt und meint, es würde einen irgendwie beruhigen. Also bei mir bringt es was, dass es im Winter immer so ein bisschen stressig alles und die ganzen Außeneinwirkungen, der Verkehr ist schlechter, es wird dunkel eben, es regnet und so weiter und so fort. Dann hat man so eine innere Ruhe einfach abends und kann irgendwie beruhigter ins Bett gehen. Also ich mache das sehr gerne. Dann habe ich noch etwas letztens gekauft. Ich hole mir das jedes Jahr und das rettet mir jedes Jahr meine Gesundheit. Und zwar sind das Einlagen für die Füße. Die habe ich jetzt bei Galeria Kaufhof gefunden. Ich werde euch irgendwelche verlinken in die Infobox, damit ihr einfach mal gucken könnt. Meistens nehme ich sogar die mit Schaffell. Ich besorge mir jetzt nochmal ein paar und ich habe die immer in meinen Boots. Ich hatte eine Zeit lang sehr, sehr häufig eine Blasenentzündung. Ich glaube, das 7 Mal in einem Jahr oder so. Und ich war nur dabei, die ganze Zeit Antibiotika zu schlucken. Das Antibiotikum hat bei mir nicht mehr geholfen und deswegen nehme ich jetzt seit Jahren, wenn es nicht sein muss, kein Antibiotikum mehr, weil ich nicht resistent sein möchte. Aber ich war so jung und ich bin dauernd zum Arzt gerannt und ich wusste nicht, was mit mir los ist. Ne? Irgendwann bin ich dann zu einem anderen Arzt gegangen, als ich umgezogen bin und der hatte sehr viel mit der Heilmedizin zu tun. Also er war Allgemeinmediziner, aber er beschäftigte sich sehr mit Naturmedizin. Und er sagte zu mir, Tara, ich werde dir kein Antibiotikum mehr geben, weil ich so, ich kann nicht mehr, ich brauche Antibiotika, dass ich sterbe, ne? Ich habe das irgendwann wiederbekommen dann. Und der sagte dann zu mir, ich möchte, dass du dich auf eine Wärmflasche setzt und deine Füße warm hältst und ganz viel Tee trinkst. Und ich möchte, dass du dann, wenn du keine Entzündung mehr hast, bitte immer deine Füße warm hältst. Blasenentzündung, ich dachte immer, das kommt davon, wenn man irgendwie hier die Becken oder so frei hat, ne? Sagen ja Mamas und Omas immer, ja hier hinten, du wolltest das Bauch frei an oder sowas, ne? Und hast dich gebückt und du hast dich auf einen kalten Stein gesetzt und so weiter. Es zieht wohl von den Füßen hoch, hat mir zumindest mein Arzt erklärt. Ich bin selber kein Arzt, pardon, falls ich was falsch sage. Aber seit ich darauf achte, dass meine Füße immer, immer warm sind, habe ich keine Probleme mehr. Also toi, toi, toi. Ich bin eigentlich ein durchaus gesunder Mensch. Ich achte sehr auf meine Gesundheit und ich achte vor allem auch darauf, dass meine Füße warm sind. Wenn ich es zum Beispiel einmal nicht geschafft habe, dass meine Füße warm geworden sind, weil wir zu lange rumstanden, weil auch immer, was auch immer passiert ist, dann gehe ich nach Hause und mache mir sofort eine Wärmflasche und lege sie auf meine Füße, sodass sie warm sind und trinke nochmal Tee und so entkomme ich diesen Krankheiten. Also wirklich, 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 könnt ihr jetzt noch 30 Minuten nur über warme Füße sprechen. Haltet eure Füße warm, dann beugt ihr auf jeden Fall Krankheiten vor. Ja, euer ganzer Körper fühlt sich übrigens auch besser, wenn ihr halt warme Füße habt. Es gibt auch Thermoeinlagen. Ich bin ja so ein Stadiongänger, also ich gehe auch gerne ins Fußballstadion oder ich gucke auch gerne Hallenturniere oder sowas. Ich liebe einfach diese Atmosphäre von Teamsportarten und meistens steht man dann halt in der Kälte rum. Und dann gibt es auch so Schuheinlagen, die dann bis zu 8 Stunden irgendwie wirklich warm sind. Dann, was ganz, ganz wichtig ist, das sind Peelings. Ich habe hier das von Hello Body, das Coco Pure. Ich zeige euch das ständig auf Instagram.
viele haben irgendwie eine Antipathie, habe ich das Gefühl, gegen Hello Buddy. Weiß ich vielleicht, weil viele irgendwie dafür geworben haben, dass hier ist jetzt unbezahlt. Also Hello Buddy weiß nicht, dass ich das in die Kamera halte, aber ich finde das so gut. Es hat unfassbar gute Inhaltsstoffe. Das ist kein Mikroplastik und sowas ist drin. Und ich habe immer das Problem, dass im Winter wahrscheinlich viele meine Haut einfach sehr trocken ist. Sie spannt und sie ist ausgetrocknet. Peelings verschlimmern das manchmal sogar, weil sie selber noch austrocknen sind. Das hier ist aber überhaupt nicht so. Ne? Das pflegt gleichzeitig, das spannt die Haut nur so ganz minimal danach. Also nicht so, sondern okay, ich gebe mir jetzt noch meine Pflegecreme drauf und dann ist alles gut und die alten Hautschuppen sind runter. Also das hier ist so mein Go-To-Peeling fürs ganze Jahr eigentlich, aber sehr, sehr gerne in der kalten Jahreszeit auch benutzt. Kommen wir zu einer Maske. Ich muss die erstmal kurz sauber machen, die ist nämlich sehr dreckig. Und zwar ist es die Rice Bran Water Rice Mask Wash Off Skin Food Maske. Das ist eine Reismaske, die einen Brightening-Effekt und einen Exfoliating-Effekt hat. Also auch eine abtragende Wirkung. Dieses Exfoliating bedeutet so viel wie so peelend. Aber Brightening-Effekt, da habe ich einmal mit einer Sephora-Mitarbeiterin gesprochen, beziehungsweise Verkäuferin, die meinte so, warum soll ich denn mein Gesicht aufbrightenen, also aufhellen? Und sie meinte so, nein, es geht nicht darum, dass du deine eigene Gesichtshautfarbe aufhältst, sondern dadurch, dass wir keine Sonne haben und keine natürliche Bräune oder sowas haben, ne, bekommen wir so einen Grauschleier im Gesicht. Und das macht eben die Maske weg. Ich habe das auch letztes Jahr die ganze Zeit benutzt und habe das dann wieder weggepackt im Sommer. Und super viel daran rumgemacht. Und ich habe es mit Freunden benutzt und so weiter und so fort. Sehr, sehr, sehr ergiebige, wirklich Reismaske. Da sind so richtige Reisstücke drin. Und ja, die finde ich richtig gut. Habe ich damals, wie gesagt, bei Sephora gekauft. Das ist jetzt das zweite Jahr, dass ich sie benutze und sie sehr, sehr liebe. Ich würde sie euch nicht empfehlen, wenn ihr zum Beispiel gerade ein Fruchtsäurepeeling oder eine kosmetische Behandlung gehabt habt. Aber so an normalen Tagen, wie zum Beispiel heute Abend oder so, werde ich sie auftragen. Sie belebt das Gesicht, sie gibt dem nochmal Frische, ne? Also dieses Kahle geht raus, dieses graue, aschige. Dann habe ich auch noch zwei Gesichtscremes. Und zwar habe ich hier eine, die ich euch jetzt, glaube ich, das dritte Jahr oder so in Folge zeige. Das ist von Biotherm die Live Plankton Maske und es ist tatsächlich immer noch dieselbe. Sie neigt sich langsam so dem Ende zu. Aber ich benutze sie schon super, super lange und das ist einer mit der besten Masken, die ich euch je empfohlen habe. Das ist, wie gesagt, die Live Plankton Maske. In den Biotherm-Produkten ist Live-Plankton drin. Das gewinnen sie aus den französischen Pyrenäen und da sind 8 Patente drauf. Für mich so fast medizinisches Produkt. Also es baut die Haut auf. Wenn ihr so Trockenheitsstellen habt oder so Pusteln, alles was so vom Winter kommt, ne? Die Haut ist ja sehr gestresst. Das hier repariert das so gut. Immer wenn ich das drauf hatte, zu Hause mitgenommen habe, meine Mutter immer zu mir gesagt, du siehst richtig erholt und ausgeschlafen aus. Ist so ein Recovery-Treatment. Also könnt ihr, weiß nicht, zweimal in der Woche oder sowas auftragen. Ich habe auch mal mit einer aus dem Labor gesprochen, dass ich eine Zeit lang sehr, sehr viel Masken benutzt habe und dass meine Haut sehr schön dadurch geworden ist. Und dass ich dann gehört habe, dass man die Haut dann überpflegt und dass das auch nicht gut ist. Sie meinte halt zu mir, Tara, wenn dir das gut getan hat, wenn du gemerkt hast, dass es für deine Haut gut ist, dann mach das. Also hört so auch auf eure eigenen Instinkte. Wenn euch das was bringt, dann hört nicht darauf, was andere sagen. Und dann habe ich noch eine zweite Creme für euch. Die Visionaire Nu, keine Ahnung, Leute, Beauty Sleep Perfecta. Und zwar ist es diese hier von Lancôme. Das ist eine intensive, multikorrigierende Gel-in-Nacht-Creme. Und die benutze ich seit ungefähr 2 Monaten oder sowas. Durchgängig nachts auf meiner Haut. Und es ist wirklich so eine Gel-Textur. Ich benutze es hier jetzt mal auf meiner Hand, damit ihr sehen könnt, wie krank ergiebig die ist. Könnte ich es doch weitermachen und weitermachen und weitermachen. Im Sommer kriege ich auch sehr trockene Haut. Wenn ich in der Sonne zum Beispiel lag oder so, bin ich sofort runtergegangen und habe mir diese Creme aufgetragen. Sie hat so sehr, sehr viel feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe. Ich schätze mal, da ist auch viel Glycerin drin. Mochte ich sehr gern. Also das hier ist so ein Oldtime-Favorite von mir, den ich überhaupt nicht mehr aus meinem Schrank wegdenken möchte. Und das hier ist so ein neues Produkt, auch sehr, sehr gut seit Monaten benutzt und getestet und dafür kann ich auch eine echte Empfehlung aussprechen. Dann haben wir noch ein Lippenprodukt. Danach komme ich zu so einem Vitamin B-Komplex, welcher richtig, richtig cool ist. Ich mache jetzt übrigens mehr so Wintervideos, also so auch Winter-Make-ups, Geschenke und so weiter. Also falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ich lade 3 Videos die Woche hoch und würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Hier habe ich eine Buttermask for Lips. Ich habe euch in meinen Favoriten davon erzählt, deswegen werde ich das jetzt nicht so breit treten. Aber das über Nacht drauf und eure Lippen sind so glatt und so zart,
wenn ihr halt noch sehr, sehr trockene Haut hattet am vorherigen Tag, dann schälen sich diese alten Hautfetzen runter. Dann müsst ihr einfach nur einmal so drüber peelen. Reicht auch mit einer Zahnbürste einfach so drüber zu gehen. Und dann habt ihr so richtig, als hättet ihr neue Lippen. Also das hier ist für mich so ein richtiges Wunderding. Das liebe ich total. Die Butter Mask for Lips Overnight Lip Treatment. Also alles, was man so über Nacht machen kann, mag ich auch sehr gerne. Das arbeitet halt alles in der Nacht mit der Haut. Den ganzen Tag trage ich Make-up und belaste meine Haut schon sehr. Dann kann sie sich nachts halt entspannen. Jetzt kommen wir zu den Vitamin B-Kapseln. Ich bin keine, die Tabletten empfiehlt. Ich weiß nicht, ob ich je, ich glaube einmal habe ich Tabletten in die Kamera gehalten, aber das auch sehr, sehr, sehr bewusst. Letztens, vor ein paar Wochen, bin ich durch die Stadt gelaufen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Meine Augen sind zugefallen. Mein ganzer Körper war müde und ich habe die ganze Zeit gedacht, du bist gestresst, du bist gestresst, du hast zu wenig Schlaf. Und da habe ich so nachgedacht, ich hatte ganz normalen Schlaf. Es war nicht so an dem Tag, dass ich nur 2 Stunden geschlafen hätte nachts. So müde war ich aber. Und das ging mir dann so ein paar Tage so. Bin in die Apotheke gegangen, habe zu ihr gesagt, ich brauche Rotkäppchen Eisen. Sie hat mir dann dieses Floradix oder wie das heißt, dieses andere Eisengetränk gegeben. Und sie hat zu mir gesagt, sie würde mir empfehlen, Vitamin B-Komplex Kapseln zu nehmen. Das sind jetzt diese von Ratiopharm Vitamin B-Komplex Kapseln. Nahrungsergänzungsmittel mit allen Vitaminen des B-Komplexes. Da ist auch noch Folsäure mit drin, Biotin. Halt euch das mal hier hin, damit ihr einfach sehen könnt, welche Vitamine eben da drin sind. Vitamin B2, 6 und 12, Folsäure und Pantothensäure können zur Verminderung von Müdigkeit und Erschöpfung beitragen. Vitamin B6, 12 und Folsäure tragen zu einem normalen Stoffwechsel bei. Ne? Das sind 60 Hartkapseln. Ich habe das so 2 bis 3 Tage genommen, eine Kapsel einfach davon und habe dann ganz normal gefrühstückt und ganz normal meine Tage verbracht. Und ich habe wirklich gemerkt, wie lebendig ich wurde, wie wenig müde ich wurde und wie gut ich auch arbeiten konnte. Das hat mich auf jeden Fall auch in Kombination mit diesem Eisengetränk, was ich jetzt nicht mehr habe, das ist schon leer. Aber die beiden haben mir wirklich so einen Boost gegeben einfach. Ich kann fast keine Art von Obst oder sowas essen. Ich habe sogar gegen Mandarinen manchmal Allergien, gegen Orangen und so, die einem sowieso so ein bisschen, ne, durch den Zucker und so weiter Boost geben. Rennt jetzt nicht ab in die Apotheke und kauft das einfach so, weil ich das jetzt gesagt habe, sondern wenn ihr euch wirklich müde fühlt, dann probiert das aus, bespricht das mit euren Eltern, aber es sind wirklich nur, es ist nur Vitamin. Und dann habe ich noch was für die Haare, das zeige ich euch ganz kurz, weil ich das auch schon meinen Favoriten gezeigt habe. Und zwar ist das von Shea, das Silk Infusion. Das ist ja, ein Öl für die Haare. Ich finde auch, im Winter sollte man seinem Körper und seinen Haaren eben Öle geben, damit sie von der Trockenheit nicht so austrocknen, Heizungsluft und so weiter und so fort. Sagt mir das ja gerne in die Kommentare, weil ich mag diese Zeit einfach sehr gerne. Ich drehe sehr, sehr gerne Videos in diesem Wintermood und so weiter. Ja, sagt mir da auf jeden Fall Bescheid. Ich freue mich sehr auf eure Ideen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.